Ja, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Scheiße, wir haben voll. Ich bin unterbewusst. Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir fangen jetzt an. Das ist ja unser neuer eigener Kanal, sag ich mal, wo wir ein bisschen mehr über unsere Sachen rausbringen. Und wir haben gedacht, wir haben jetzt ein cooles neues Projekt. Und zwar, wir bauen ein Haus neu. Genau. Weil abgebrannt. Ja, richtig. Ja. Und wir dachten, wir fangen einfach heute mal an mit Folge minus 1, würde ich jetzt mal einfach nennen. Wir zeigen euch einfach mal, was hier die Phase ist, wie jetzt der aktuelle Stand ist. Ein bisschen zur Vorgeschichte. Genau, was überhaupt auch, passiert ist, wie Leute, die uns vielleicht noch nicht bis jetzt gesehen haben. Wenn ihr neu auf dem Kanal seid. Genau. Ich würde einfach sagen, wir gehen einfach mal rum, erzählen ein bisschen, zeigen euch mal, was Phase ist. Würde ich auch sagen. Und dann, ja. Okay, Attacke. Gut, also hier sind wir auf der Auffahrt. Da ist das Prachtrestexemplar vom Haus. Ja, wir kommen einfach mal zu dem, was hier passiert ist. Wir gehen mal hier rum. Wir fangen ganz anders an. Wir haben gemeinsam mit meinen Eltern vor vier Jahren das Grundstück hier erworben. Haben gesagt, wir bauen hier ein Häuschen für uns hin. Wir können so eine Werkstatt hier hin machen und sowas. Genau. Hier ist das Haus. Ja. Man muss sich auch vorstellen, aber das sah hier auch alles so komplett anders aus. Also können wir auch ein paar Bilder einblenden. Also es war eher ein Waldgrundstück. Es war komplett Wald. Wald. Und hier war auch ein kleines Häuschen noch drauf. Ne? Genau, stand eigentlich genau hier, stand auch so eine kleine Waldhütte drauf. Alles Bäume. Dann haben wir erstmal ein bisschen aufgeräumt, das alte Haus ging weg. Genau, ganzen abgerissen. Bäume, ich glaube 60 Bäume haben wir gefällt ungefähr. Ja, es war echt viel. Es waren halt leider alles Nadelbäume. Also ja, also nichts schön. Also die Eiche haben wir stehen gelassen. Ne? Und die Trauerbirke. Genau, und da haben wir eine kleine Trauerbirke. Und in Ecken haben wir auch noch ein paar Bäume. Also ja, es ist nicht alles. Wir haben nicht alles weggenommen. Und es kommen auch neue Bäume. Genau. Apfelbäume und sowas. Wir haben schon zwei Apfelbäume gepflanzt. Also. Genau. Und einen Kirschbaum, so wo wir keine Kirschen essen können. Ja, okay. Zurück zum alten Thema. Wir haben dann gesagt, wir wollen hier ein neues Haus hin. Erst wollten wir das alte renovieren. Das war aber so hinüber, dass es hieß, nee, ging nicht. Ja, es roch halt auch schon. Also ich glaube, da war... Ja, es stand jahrelang im Bärwald, so eine Waldhütte nur. Haben wir auf jeden Fall abgerissen und haben gesagt, wir bauen das neu. So, aus finanziellen Gründen und sowas haben wir gesagt, wir machen das halt alles per Eigenleistung. Und haben eigentlich alles fast komplett, gemacht. Außer dass wir jetzt Gas, Elektrik, Wasser und sowas. Und die Aufstellung, ne? Das hat eine Zimmerei gemacht. Genau, also sag ich mal, den Holzrahmen an sich, das Skelett, sag ich mal, vom Haus. Aber alles, was dann kam, was Dämmung, Fassade, Rehgips, OSB, Fußboden, Fenster, Treppe, die Fenster, Streichen, alles. Dach, Dachfang, Balkon, also alles haben wir sonst sehr gemacht, über 3 Jahre. Und ja, dann hat man uns 2 Wochen ungefähr vom Einzug hat man uns das Haus angezündet. Ja, und damit standen wir dann erstmal da und war alles im Arsch. Und wir hatten auch schon unsere Wohnung gekündigt und so. Also wir standen dann den Abend echt da und haben gedacht, boah, jetzt sind wir auf der Straße. Also JP, der jetzt gerade hinter der Kamera steht, der war in der Nacht auch da. Wir saßen noch zusammen mit mir auf dem Sofa und dann kam so gegen 1 der Anruf, euer Haus brennt. Und dann sind wir hingeballert. Ja. Wir können mal in den Rasen gehen und zwar genau hier standen wir. Dann kannst du mal von hier filmen. Das hat man ungefähr gesehen vom Haus. Ja. Jetzt nicht beirren lassen. Die Fassade. Die ganze und so. Fassade, die jetzt schon ab ist, die war vorher halt noch dran. Das haben wir jetzt halt nur schon viel, haben wir schon zurückgebaut. Können wir mal ein Bild einblenden, wie das genau. Wir können auch mal ein Bild einblenden, wie es in der Brandnacht aussah, weil es sah gar nicht so schlimm erst aus. Nee. Weil so ein bisschen gesehen, da hinten ist was. Rauch zog halt unter den Unterschlag raus. Und ich war noch die ganze Zeit so, okay, scheiße, das kann ich noch reparieren und so mache ich dies. Und hatte schon meinen Plan im Kopf, wie ich was repariere. Und das ist alles nicht so schlimm. Bis ich dann mich auf die Rückseite getraut habe. Und ja, da kann man auch mal hingehen. Ja. Das war dann ein anderer Anblick und das war dann so, okay, doch ein bisschen mehr als gedacht. So sieht das nämlich auf der Rückseite aus und das war echt, also als ich auch ankam, ich kam ein bisschen später an als JP und Viktor, weil die schon vorgefahren sind, weil ich habe dann nur gesagt, fahrt los, weil die haben mich quasi aus dem Schlaf gerissen und dann bin ich halt hinterher und ich kam aber von der Seite und stand halt bei dem Nachbarn beim Zaun und es war einfach, also ich habe es von der Straße auch schon gesehen, dass das halt alles in Flammen stand und so weiter und ich dachte, oh Gott, das ganze Haus brennt. Also bei mir war es theoretisch andersrum. Victor kam halt von der Seite und sah halt erst die
gute Seite. Ja, die jetzt noch hübsch aussieht. Die jetzt noch hübsch aussieht. Und ich sah halt die andere Seite und dachte halt, oh Gott, das komplette Haus ist abgebrannt. Und das ist jetzt so. Genau. Und ja, wie gesaght, so. Ja, kann ja mal das gucken. Hier also, hier haben wir halt die komplette Rückwand ist weg. Es hat sich hier drunter reingebrannt. Oben im Dachstuhl hat sich reingebrannt. Da ist ein Loch drin. Und das Ganze zieht sich sogar noch weiter hier rum. Gehen wir mal. So, hier ist es rumgebrannt. Das sieht man auch. Auch alles kaputt. Ja. Da hat sich hier unten rumgebrannt. Bis hier nach vorne. Hier hat sich dann auch noch rumgebrannt. Genau. Und selbst da oben noch im Dachstuhl rein. Ja. Und ja. Selbst da haben wir noch nachher gedacht, okay, das kriegen wir irgendwie hin, wir retten das, wir stützen das Haus ab, erneuern nur die Rückseite und machen halt hier die Wände neu. So, aber dann halt Löschwasser, der ganze Rauch, der durch die Dämmung zieht und alles. Halt, also es hat richtig, wie nennt man, Bärstick? Ja, du konntest oben nicht mehr atmen. Wochenlang, obwohl wir die ganze Zeit gelüftet haben, es hat einfach nur nach Rauch geräumt, ging gar nicht. So, und das Löschwasser. Genau, auf der Rückseite sind auch die Fenster alle kaputt gegangen. Da ist das Löschwasser halt auch reingekommen. Und drinnen hatten wir halt auch schon richtig halt Eichenparkett drin und so weiter. Und das ist natürlich durch das Löschwasser auch alles komplett. Also der ganze Fußboden, Unterkonstruktion, Dämmung. So, und kaputt. Auch die Versicherung, die meinte, nee, Totalschaden. Ja, und damit ist das jetzt hier heute eigentlich so das letzte Video mit dem Haus, wie es jetzt steht. Genau. Weil das wird jetzt im nächsten Video abgerissen. Wir fangen heute an, schon ein bisschen die Dachen runterzunehmen. Haben schon die Tage davor schon echt viel drin gemacht. Und dann kommt übernächste Woche dann der Bagger und kneift das komplette Haus zusammen und dann stehen wir wieder bei Null da. Ja. Und das Fundament einmal alles weg. Und dann, ja, dann geht's von vorne los das Ganze. Wir warten noch auf den Bauantrag momentan. Also das ist noch alles so. Ja, das ist ja der Witz an der Sache in Deutschland. Ja. Wenn ihr ein Haus. Also wenn ihr dasselbe wieder hinstellen wollt, ihr hattet einen alten Bauantrag und es wird bis Fundament abgerissen, braucht ihr einen neuen Bauantrag. Mhm. Wenn ihr es allerdings nur, lasst eine Wand stehen und reißt es nur teils runter, dann braucht ihr keinen neuen Bauantrag, aber ihr braucht eine Abrissgenehmigung, weil es dann wieder um die Statik geht. Jetzt, wenn ihr alles abreißt, braucht ihr aber keine Abrissgenehmigung, aber eine Baugenehmigung. Also egal was ihr macht, ihr braucht irgendeine scheiß Genehmigung, um einfach dasselbe zu machen wie vorher. Also, ja, das ist echt nur Stress. Ja, die Brandursache bei dem Ganzen ist Brandstiftung tatsächlich. Ich hatte hier damals Dachbinder klein geschnitten vom alten Dach. Da lag hier noch der Haufen mit der Feuerschale und sowas. Und hier so ein Stück. Ja, genau. Hat man sich einfach Dachbindersänger genommen, weil das Holzstück, das passt weder hier zur Unterkonstruktion noch zur Lattung. Genau. Das ist halt einer von, ja, von den Holzstücken. Ne? Holzstücken. Hier haben wir den Spritzschutz, ja. Hat man das hier hingelegt, das Ganze. Und dann angezündet. Man sieht auch genau, man sieht hier sehr schön, es hat sich das Ganze natürlich von außen nach innen reingebrannt. Nicht andersrum, von innen, die Wände sind noch weiß, also da ist gar nichts. Hier liegt auch kein Kabel oder sowas, dass da irgendwas passieren konnte. Das war auch in der Brandnacht auch schon so unser Verdacht. Ne? Und hier sieht man, ich habe hier so einen Vlies unter den Spritzschutz, damit hier kein Unkraut durchkommt. Und hier konnte die Kripo sogar noch den Brandbeschleuniger, sage ich jetzt mal, konnten die sie auch noch feststellen. Ja, und so schnell sind dann 3 Jahre Arbeit innerhalb von Stunden, nicht mal Stunden. Kaputt, ne? Aber ist halt, ja, echt ehrlich, also die ganze Arbeit, Zeit und Mühe, wir haben hier ewig gearbeitet, meine Eltern, meine Mutter, mein Vater, die waren hier auch, ja, jeden Tag gefühlt mit dabei und sowas, Marians Eltern waren mit dabei, dein Bruder, unsere Freunde, ja. JP war mit dabei, also hier ist so viel Arbeit reingegangen. Ist halt nicht einfach so von wegen, wenn die Versicherung das zahlt und sowas, nachher steht hier wieder ein anderes Haus. Also ist halt nicht mal, dass man selber gemacht hat. Also ich glaube, jeder, der irgendwie Handwerker ist, weiß, kennt dieses Gefühl einfach. So, es ist nicht dasselbe. Ja, es ist nicht mal das, was du selber gemacht hast. Also ich kann jetzt hier, ich kenne jede Dachlatte, jede Ziegel, jede Schraube so ungefähr. Das ist halt echt irgendwie, ja, wie die Arbeit, die da weg ist. Das ist halt echt schade. Aber ja, jetzt nach vorne schauen, gucken, dass wir das Ganze jetzt wieder hinbekommen und mal von vorne bauen. Das meiste auch machen, weil wir einfach auch selber gesagt haben, wir können das gar nicht so wie vorher. Nee, nochmal 3 Jahre, das ist also kräftetechnisch gar nicht drin. Aber trotzdem nicht unterkriegen lassen, wie gesagt, so jetzt erst recht, wir ziehen ja nämlich nicht weg. Wir haben nicht gesagt, von wegen, oh, jetzt packen wir die Koffer, verkaufen das hier und weg hier, sondern ja, jetzt erst recht.
Ganze nochmal und dann das sitzen wir aus, das Ganze. Genau. Also. Ja. Ja, ja. Genau. Und da nehmen wir euch sozusagen mit und ja, werden euch dann Schritt für Schritt alles zeigen und begleiten. Genau. Ja, heute erstmal Video. Aktueller Stand, was ist passiert, wieso ist es passiert und dann kommt als nächstes Abriss, also Video 0 sozusagen und dann starten wir wieder mit euch gemeinsam diesmal von vorne das Ganze und ja, mal schauen, wie schnell das diesmal geht, ob das alles klappt. Ja, ja, wird schon alles. Bin motiviert, das Ganze ist auch schon jetzt wieder echt, wie lange ist das jetzt her, ein halbes Jahr? Ja. Halbes Jahr her, also so langsam hat man die Motivation gefasst und sagt jetzt so, komm, Attacke, wieder von vorne, los geht's. Genau. Anfang war das eher weniger so, aber ja. Haben jetzt hier schon einen schönen Container aus dem Hamburger Hafen, hat mein Vater geholt. Da packen wir jetzt alles, was noch gut ist und sowas, kommt da die ganze Zeit rein. Genau. Das ist unser Lager. Das Gute ist auch tatsächlich, also das Gute, wenn man jetzt das Gute aus dem Ganzen holen will, hier ist halt viel Holz, was noch gut ist. Also die Wand ist kaputt, aber die andere ist alles super, Boden, viele Dachpfannen und sowas und das werden wir alles rausholen. Deswegen machen wir auch viel von Abriss auch selber und ein bisschen halt mit Abrissfirma gemeinsam, damit wir halt das alles retten können, weil sonst wird zusammengekniffen Container weg. Okay. So, und wir können uns daraus unsere Werkstatt bauen später. Und hier vorne, können wir mal gucken. Also hier ist ja der Eingangsbereich. Hier da diese USB-Tür, da ist normalerweise die Haustür. Und hier vorne wollten wir halt noch so eine Porch bauen. Ich weiß nicht, ob das vielen was sagt. Also ist wie in Amerika. Genau, so das Ganze ist ja so ein amerikanisches Hausstil so. Und wie in Amerika, ja, was soll ich sagen? Wie in Amerika haben diese, das auch, aber ja. Ja. Ist halt da, das kann man sich ja so vorstellen, ist halt wie so eine Art keine Ahnung, wo halt immer der Schaukelstuhl steht. Ich blende ein Bild ein, genau. Das ist der Schaukelstuhl, das ist dann so wie so eine kleine Veranda weit offen. Genau. So also als Vorweg, bevor man ins Haus geht. Auf jeden Fall haben wir genug Holz, um das dann auch noch zu machen. Also ja, man muss ja irgendwie so ein paar gute Sachen daraus holen. Können wir zeigen, wie es jetzt aussieht. Also ja, hier ist die Feuerwehr reingegangen. Genau, es war halt, die wussten halt nicht genau, ob schon jemand halt drin ist oder noch drin ist. Das war mal eine. Genau. Ja. Deswegen haben sie es halt auch gefunden. So sieht das momentan drin aus. Ja. Nicht mehr so wohnlich wie vorher. Wir können jetzt mal ein Bild einblenden, wie es jetzt aussah. Es war eigentlich, es war halt fertig. Ne? Das Einzige, was gefehlt hat, war noch die Küche. Ansonsten alles sind die jetzt Möbel hier. Halt, die man dann genau, wir haben Boden rausgerissen, wir haben die Dämmung rausgerissen, USB, Unterkonstruktion haben wir schon rausgemacht. Du kannst ja mal erklären, wie viel Aufwand das hier war, als du ja. Wir haben den Boden, dreimal hochgenommen. Boden haben wir, nee, dreimal haben wir den gemacht. Das ist ja nicht ganz, aber die USB, das war halt, ja, ich weiß, mit meinem Vater so gemacht und er war sehr 110%ig und ich war eher so 90%ig. Dann war es ja, okay, das ist gut, und der Wasser war raus und dann war es so, nö, ging es runter. Komplett USB wieder hoch, nochmal, wir haben die ganze Zeit solche Pappen gehabt und dann haben wir es ausgeglichen. Dann dicke Pappen, dünnere Pappen und dann wieder alles hingemacht. Dann war wieder eine Stelle, war ein bisschen was, alles wieder hochgenommen, dann wieder ausgeglichen und das also Boden, das war ein Aufwand und am Ende wieder so gar nichts. Also. Ja, hat das wieder rausgelassen. Ja, können wir weitergeben. Also hier haben wir jetzt schon die komplette, also hier sieht man auch, hier im Fall wäre auch alles. Ja, die hat das halt alles rausgerissen und sowas, um zu gucken, ob wieder Blutnester sind. Ja. Das war halt auch richtig. Richtig komisches Gefühl, weil die Feuerwehr hat das halt so rabiat alles immer rausgerissen, die Dachpfannen runter. Mit der Kettensäge oben am wie heißt das? Der Fürst, genau, den Fürst aufgeschnitten und so weiter, um halt Blutnester zu finden und so. Ich meine, das müssen die ja auch machen, damit es sich nicht weiter verbreitet. Aber es war in dem Moment steht man so da und denkt so, oh Gott, meine ganze Arbeit, alles geht kaputt. Ja, stopp, genau. aufhören. Genau, aber die mussten halt ihre Arbeit machen. So, ne? Und ich meine, das haben sie auch echt gut gemacht. Ja. Also, ja, das waren wie 100, wie viele Einsätze? 110 Einsatzkräfte. 110 Einsatzkräfte. Und ja, ist echt. Ja, hier haben wir auf jeden Fall schon Gasthermes abgebaut, Sicherungskasten, Wasseruhren, alles ist schon weg. Ja, hier sieht man auch schon, was das Löschwasser anrichtet. Wenn man mal, ich drücke mal kurz runter. Wenn man hier mal guckt, die ganzen Fliesen hier kommen schon alle hoch. Weil hier überall Wasser drunter ist und durch den Frost jetzt über den Winter hat sich das alles kaputt gebrochen. Weil wir halt, da haben wir auch keine
Gas mehr hier drin haben durften, also können nicht mehr heizen, Strom abgestellt alles. Also friert ja auch alles kaputt dann im Winter. Also so oder so, wenn du jetzt hier nichts machen kannst, war total schade. Auch wenn wir es hätten versucht zu retten, das wäre genau. Hier ist das Gästebad gewesen. Ja, oben waren wir eigentlich auch komplett fertig. Man sieht schon, Fußboden haben wir schon wieder größtenteils rausgenommen. USB-Platten sind noch drin. Weil das Ganze haben wir schwimmend verlegt. Da klebt man dann die USB-Platten richtig zusammen. Aber verbindet es ja nicht mit der Wand. Dadurch müssen wir jetzt, hier liegt ja schon, müssen wir jetzt alles rausschneiden erst noch, weil du nicht einfach auseinanderziehen kannst. Das haben wir noch nicht gemacht, aber Boden ist draußen. Genau. Badezimmer ist auch schon Boden wieder draußen. Toilette, alles ist soweit schon wieder abgebaut, muss eigentlich die Fliesen runterkommen. Das ist schon alles wieder ab. Und ja, hier rechts wäre Büro gewesen, viel auch nichts mehr drin. Ja, auch schon der Fußboden drin, alles. Und Schlafzimmer haben wir hier. Unser super Bett steht noch hier. Nein. Also ja, Fußboden ist draußen. Hier war die. Und das sieht hier halt einfach so gut aus. Ja, an sich sieht es aus, du musst Fußboden reinmachen. So, Lichter hatten wir auch schon rausgenommen. Fußboden rein und dann ist das wieder alles super. Aber leider, ja, wenn man mal hinter die Wände guckt, sieht auch, es reißt ja auch alles schon auf, ne? Wenn man hier hinguckt überall, das war halt vorher auch noch nicht. So, und ja, können wir auf den Balkon gehen. Den Balkon habe ich tatsächlich zwei Tage vorher, habe ich den Balkon fertig gebaut. Ich kann mal Bilder einsenden. Also der war ja gerade fertig gebaut, jetzt kann ich ihn wieder abbauen. Ja, kann man gucken. Ja Leute, das war's jetzt mit dem Video. Schon mal so ein bisschen Information für euch einfach zu der Vorgeschichte und wie es jetzt halt weitergehen soll. Und genau, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich freue mich, dass wir euch diesmal halt mitnehmen können bei dem ganzen Aufbau und so weiter. Wird, glaube ich, ein richtig cooles Videoprojekt, das Ganze schön zu begleiten. Ja, und ich hoffe, ihr findet es auch interessant und habt Bock darauf und genau, ich würde sagen, wir sehen uns einfach beim nächsten Video. Genau. Und ja, bis dahin. Ciao. Mach's gut.